Ja, ich mache heute die Moderation, ich nehme mir heute ein bisschen die Freiheiten hier. Ich möchte etwas vorlesen. Ganz kurz noch. My name is Robin Moskowitz and I am a Holocaust survivor. And why was a Jew trying to break the blockade of Gaza? In his own words, it's a sacred duty for me as a Holocaust survivor to protest against the persecution, the oppression and the imprisonment of so many people in Gaza, including more than 800,000 children. I, as a Holocaust survivor, cannot live with the fact that the state of Israel is imprisoning an entire people behind fences. Dr. Moskowitz said, adding that it's just immoral. What happened to me in the Holocaust wakes me up every night, and I hope we don't do the same thing to our neighbors. He said, adding, and he was comparing what I went through during the Holocaust to what the Bezig Palestinian children are going through. Nächste Rednerin, Michaela. Sehr streng aus mit der Brille, aber ich muss sie leider aufsetzen, weil ich sonst nichts sehe. Zu viel Bildschirmarbeit. Ich möchte gern über Ziele der Friedensmahnwachen sprechen, weil das in unserer Gruppe auch sehr diskutiert wird und ich glaube, es ist einfach ein ganz spannendes Thema. Also diese Friedensmahnwachen finden hier jetzt schon zum 13. Mal statt und ab und zu kommt diese Frage auf. Warum machen wir das? Was ist unser Ziel? Weil wir eigentlich gewohnt sind, Ziele zu setzen, das hat man uns beigebracht, es geht nicht ohne Zielsetzung. Aber ist das wirklich so? Wenn man den gewohnten Denkwegen folgt, dann ist es so, wir brauchen Ziele. Ich gehe gerne ein bisschen ungewöhnlichere Wege und schlage heute eine andere Annäherung vor, weil ich glaube, dass uns das erlaubt, freier und effektiver zu sein. Und das wollen wir doch alle hier, nicht wahr? Der Zen-Meister Suzuki sagt, wenn wir überhaupt nichts erwarten, dann können wir wir selbst sein. Wir kommen hierher und ich glaube, die meisten haben Erwartungen, Wünsche, Forderungen. Am besten jetzt und sofort. Peace now, freedom now. Und zugleich wissen wir, dass das nur ein Wunsch ist, weil die äußere Welt gerade eben jetzt ganz anders ausschaut. Die Konflikte, abgeschossenen oder unerklärlich verschwundenen Flugzeuge derselben Airline aus Malaysia, nationale und internationale Korruption, es ist, als ob darauf abgezielt wird, das Leid, die Not, die Angst stets zu vermehren. Da kann man sich schon machtlos und ratlos fühlen und ganz natürlich stellt sich die Frage, was ist eigentlich unser Ziel? Was können wir tun? Und da wir gewohnt sind, in der äußeren Welt etwas zu verändern, dann wollen wir das auch unbedingt tun. Und das können wir auch im Hier und Jetzt, eben wo wir gerade sind. Wir können und sollten uns in vielen praktischen Bereichen immer besser vernetzen und mit Liebe und Respekt einander helfen und miteinander arbeiten, wo immer es geht. Auch hier jetzt, wo wir hier sind. Um aber den Frieden und die Freiheit tatsächlich zu erreichen, die wir so sehr wünschen, braucht es mehr als diese praktische Herangehensweise. Es ist paradox, aber der Satz des Zen-Meisters Suzuki ist ein Schlüssel dazu. Wenn wir überhaupt nichts erwarten, dann können wir wir selbst sein. Es ist notwendig, wieder wir selbst zu sein. Denn nur dann, wenn wir wieder zu uns selbst, unserer inneren Ruhe und Klarheit finden, können wir tatsächlich etwas für Frieden und Freiheit tun. Wir haben die Unzulänglichkeiten dieser Welt kollektiv produziert und sind dabei auch in vielerlei Weise dazu manipuliert worden und werden es immer noch. Der wahre Krieg, der geführt wird, ist der Krieg um unser Bewusstsein. Unser Bewusstsein ist eine geheimnisvolle Kraft, die wir noch nicht ganz verstanden haben. Es gibt aber Leute, die sich damit schon lange beschäftigen und mehr oder minder wissen, wie man damit die große Masse der Menschen manipulieren kann. Deswegen sprechen wir ja auch davon, ob einer aufgewacht ist oder schläft. Das hat damit zu tun. Erst wenn wir wieder Meister von uns selbst sind, hört diese Manipulation auf. Ich nehme ein praktisches Beispiel aus der Welt des Geldes, weil sich da gerade in unserem Bewusstsein etwas verändert, beziehungsweise der Prozess der Bewusstwerdung gerade beginnt.
Ich zitiere Teile aus einem Artikel von Yoshi Frey, der über das Geldsystem als Matrix schreibt. Die Macht dieser Welt entsteht durch den Glauben an einen Schuldanspruch, der nur eingebildet ist. Das kürt diese Form der Machtausübung zu einem sehr eleganten Kontrollinstrument. Sie wirkt durch die sozialen Konventionen einer ganzen Kultur. Das, was wir kollektiv als Realität bezeichnen, ist bei ehrlichem Hinschauen ein Betrugsmodell für die Massen. Ist es nicht ein erstaunlicher Fakt, dass das Geld, das die Welt regiert, bei näherem Betrachten nur durch einen raffinierten Taschenspielertrick entsteht? Der wirkliche Gegenwert, der bei der Schuldgeldschöpfung monetarisiert wird, ist das Leistungsversprechen des Schuldners, das im Beisein des Bankpriesters auf die Zukunft gelobt wird, unter Androhung von Strafe bei Nichterfüllung. Da die Schuld außerdem verzinst vergeben wird, wuchern diese Leistungsanforderungen an die Menschheit ins Unendliche. Beispiel Hypo. Geld regiert darum die Welt. Das ist das Faszinierende an dieser Form der Machtausübung. Sie ist nur durch eine gesellschaftliche Konvention, einen illusorischen Glauben begründet. Diese Form der Kontrolle ist subtil und gerade dadurch sehr kraftvoll. Das Ziel ihrer Machtausübung ist nicht unser Tun, sondern unser Glaube. Den Glauben an eine Schuld, die nur eingebildet ist. Das kürt diese Form der Machtausübung zu einem sehr eleganten Kontrollinstrument. Sie deutet nicht durch Armeen und offensichtliche Unterdrückung aus, sie wirkt vielmehr im verborgenen, unterbewussten Selbstverständnis einer ganzen Kultur. Ende des Zitats. Das Spiel mit unserem kollektiven Unterbewusstsein ist eine unsichtbare Waffe. Der Schutz dagegen, wir müssen anfangen zu verstehen, wie wir denken. Da gibt es die einen, die denken eher logisch, und dann gibt es andere, die denken lateral. Wir tendieren dazu, gewohnte und bekannte Gedanken immer wieder zu wiederholen. Manche Menschen denken fast nie für sich selbst. Sie übernehmen Gedankenmuster von anderen für ihr ganzes Leben. Und es gibt nur ganz wenige, die ganz neue Gedankenmuster überhaupt erschaffen können. Das Massenbewusstsein wird immer noch von archaischer Angst und Gedanken über den Überlebenskampf dominiert. Diverse TV-Sendungen bedienen und ernähren diese Ängste. Es ist eine Art Sucht, ein Gedankengefängnis, wodurch die Menschheit manipulierbar ist. Nichts Äußeres kann diese Sucht diesem Leid ein Ende machen. Erst wenn wir bereit und mutig genug sind, nach innen zu schauen, um diese Sucht und Angst zu erkennen und zu konfrontieren, können wir uns daraus befreien. Deswegen rät Zen-Meister Suzuki, dass wir selbst sein sollten. Denn das ist etwas Besonderes. Es erlaubt mir, mich zu befreien und in den Frieden zu leben. Und wenn ich in diesen Zustand des Freiseins und des Friedens in mir trage, dann kann ich ihn auch in der Außenwelt manifestieren. Und ich erkenne auch Manipulationen. So funktioniert die Welt. Alles ist Bewusstsein. Das Bewusstsein lässt alles entstehen. Ich nehme ein banales, vereinfachtes Beispiel. Bevor man irgendetwas macht, schreibt, kauft, denkt man etwas und dann tut man es. Es ist also zuerst im Bewusstsein und dann wird es in die Realität umgesetzt. So ungefähr entsteht auch das, was wir als Weltgeschehen verstehen, natürlich viel komplexer. Die Kriege, das Leiden, die Not, der Mangel, sie sind alle in unserem kollektiven Bewusstsein entstanden und es liegt nun auch an uns, das wieder zu verändern, mit einem neuen, bewussten Ansatz. Ich möchte aber, wenn ich sowas sage, keine Schuldgefühle erzeugen, denn auch wenn wir alle diese äußere Welt erzeugt haben, es gibt, wie gesagt, viele manipulatorische Kräfte, die dazu beitragen. Nehmen wir zum Beispiel das Werkzeug der Political Correctness. Das hat sich jemand schlauer einfallen lassen. Es werden ungesagt Gesetze aufgestellt, an die man sich zu halten hat, wenn man von der Gesellschaft akzeptiert sein will. Ein Begriff wie Verschwörungstheorie stammt aus dieser Ecke. Wir kennen ihn alle sehr gut. Verschwörungstheorie wird pauschal für alles verwendet. Diese Wortkreation ist eine Art Verteidiger, der dem Stürmer ein Haxel stellt. Der Zweck, man soll sich schuldig fühlen, etwas Falsches gesagt zu haben und zum Sollzustand der Political Correctness zurückkehren. Zum Glück funktioniert dieser Schmäh immer seltener, einfach weil die Fakten für sich sprechen. Die Korruption, die Verlogenheit, die offensichtliche Verdrehung von Tatsachen werden immer klarer und auch immer inakzeptabler. Aber all das erzeugt Druck und bei manchen Verzweiflung, weil es einfach so ein unüberschaubarer Morast ist, der sich da auftut vor uns. Und da ist es eben wichtig, nicht darauf reinzufallen,
und in eine Opferrolle zu schlüpfen, denn das ist ein anderes Werkzeug der Manipulierer. Sie wollen die Menschen als Opfer. Der Wiener Psychologe Viktor Frankl sagte von sich selbst, dass er das KZ nur überleben konnte, weil er eines verstanden hatte: er durfte nie Opfer sein. Das ist eine Botschaft, die er auch an uns alle weitergibt. Nicht das Problem macht die Schwierigkeiten, sondern unsere Sichtweise. Frankl weiter: wenn wir eine Situation nicht ändern können, müssen wir uns selbst ändern. Deswegen ist dieser Zen-Approach, diese Annäherung so wichtig. Wenn wir überhaupt nichts erwarten, dann können wir wir selbst sein. Das ist unsere Weise, voll und ganz in jedem Augenblick der Zeit zu leben. In Ruhe kann ich eine Standortbestimmung machen. Was tue ich? Was denke ich? Was glaube ich? Was bewegt mich? Wir haben es innerlich mit vielem zu tun. Im Prinzip ist es alles Form von Energie. Liebe, Hass, Gleichgültigkeit, Depression, die entsteht, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Wer kennt diese Gefühle nicht? Aber unser innerer Kompass ist verrückt. Wir können oft nicht mehr adäquat reagieren und entscheiden. Wisst ihr, was der Gegenspieler von Liebe ist? Irgendwelche Vorschläge? Nein, es ist nicht Angst, es ist nicht Hass, es ist die Gleichgültigkeit. Und was ist mit dem Hass? Sein Gegenspieler ist die Großzügigkeit. Könnt ihr das verstehen und spüren? Da werden plötzlich Türen, Möglichkeiten offen. Was ist der Gegenspieler zur Verleugnung? Anerkennung. Ich habe mir selbst zur Umorientierung so ein kleines Diagramm aufgezeichnet. Das ist manchmal ganz nützlich, eine Art Gefühlskompass. Ich habe es auch hier, ich gebe es euch gerne weiter, wer das möchte. Weil damit kann man ganz gut Reaktionen einschätzen und neue Lösungen finden. Wenn wir überhaupt nichts erwarten, dann können wir wir selbst sein. In diesem Zustand sind wir unantastbar und zugleich unglaublich frei und flexibel und können, so wie es wollen, kreativ Visionen, Ziele, Antworten finden, aber ganz leicht und sanft, ohne mentalen Zwang. Es ist ein unglaublich schöner Prozess und erlaubt unerwartete Antworten. Damit schlagen wir dem System, dieser äußeren Welt, ein Schnippchen. Die kommt da nicht mit. Und in diesem Zustand erzeugt unser Bewusstsein eine neue Welt, eine, die wir uns alle, jeder auf seine Weise, insgeheim wünschen. Dazu braucht es nicht 7 oder 8 Milliarden Menschen, dazu braucht es nur ein paar Prozent. Und ich hoffe, ein paar von euch seid dabei. Das große Ziel der Friedensmahnwachen: Friede in sich selbst zu finden und zu manifestieren. Jeder Einzelne in Eigenverantwortung, in der Arbeit an sich selbst und wir alle gemeinsam, da macht es mehr Spaß. Und ich schließe mich an meinen Vorredner an. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Bewusstsein. Und wenn jemand hier gerne einen Schubs braucht, um da auch in diese Richtung mehr zu tun, voilà, ich bin hier. Alles Liebe. Danke.